Ja, hallo liebe Pokerfreunde. Wir sind hier seit zwei Tagen in Salzburg im Gläsernen Casino. Heute der dritte Tag. Morgen kann ich leider nicht, der Markus wird noch weiterspielen, heute Morgen und übermorgen. Aber ich freue mich schon am 18. in Zell am See, auch im Casino Austria. Wir haben das letzte Mal gespielt, das wollen wir in Zukunft einmal im Monat machen. So nett, so, ja. Und zwar in einer kleinen Runde, 15 mit 1300, meine Bockzahl bei Ihnen. Es ist nur zu empfehlen, ist Montag, Dienstag, zwei Tage. Also am besten ist übernachten, weil vielleicht, wenn das Casino zumacht um 3 Uhr, wenn man nachts im Hotel vielleicht ein wenig weiterspielen oder wenn man die Gemini spielen will, dass es ein wenig lustig wird bis Nachmittag, bis das Casino wieder aufmacht. Das wird echt schon mal. Ich bin es gewohnt, dass ich 36, 40 Stunden spiele. Ich kann das gar nicht anders. Ja. Und es wird bestimmt lustig. Das war es sehr, ist immer lustig, genau so ist es, ja. Und vor allem ist ein toller Ausblick, wenn das Wetter passt, auf der Terrasse. Hervorragende Küche, Service, Freundlichkeit vom Haus. Absolut. Exzellent. Ja, ganz toll. Ganz toll. Also für jeden, der es nicht gesehen hat, das Casino Zell am See, das hat er neu eröffnet dieses Jahr. Also es ist wirklich traumhaft. Ja. Mit dem See, mit den Bergen, Gletscher, ist wirklich hervorragend. Und ja, die Mitarbeiter, die bemühen sich sehr. Und ja, deswegen wird das jetzt einfach auch regelmäßig stattfinden. Und wir freuen uns auch schon wieder. Und haben wir noch vielleicht eine kleine Golfrunde in Zell am See. Wunderschöner Platz, 2x18 Lochplatz. Und dann eben beim Golfen zocken, ne, du bist bei mir Vorgabe dann, ja. Und nachts wieder zocken. Dann wünschen wir uns beim Begehen auch noch eine Vorgabe, Doppel 1. Ja. Ich freue mich jetzt auf den 18. Ich mich auch. Also.